Sitze von Vi. Boah, schwierig. Habe ich übelst lange nicht gesehen. Kann ich dir echt gar nicht sagen. Da kommt Twitch. Und Vi, lol. Nice call, Alter. Nice call. Oh, hallo. Wusste ich's doch, dass sie weit da ist. Mit der Jungler wins, meine Freunde. Boah, Twitch ist so raus aus dem Game jetzt. Holy shit. Können jetzt wie viel Platings gehen? Die sind so gigafuck Botlane. Ah, Talon und Rammus move auch. Die sind so fucked, holy shit. Wer war schon Stormraiser? Oh, mega lul. Es ist egal, wie gefeatet ich bin. Wenn Vladimir auch gut ins Game kommt, Alter, die haben fucking Vi Vladimir, wird schwer für mich. Also das wird auf jeden Fall ein Game, wo ich keine Solo-Plays machen kann. Das ist halt einfach unnötig, Bruder. Na gut, machen wir so. Naja, wir müssen noch eine Wave pushen. Das ist richtig. Das sieht stabil aus, das Game. Oh, der Renekton geht sogar Botlane. Geil. Der gewinnt wahrscheinlich auch gerade 1v2 gegen Renekton Rakali, gegen Twitch Rakali. Die sind Level 5, Alter. Oh Gott, wo ging der weh denn hin, Alter? What the fuck? Willst du Damage machen, Bruder? Ja, das war mega stupid. Ich weiß nicht, warum ich da geblieben bin, irgendwie. Das war halt das zu 100% obvious Play. Keine Ahnung, warum ich da geblieben bin. Also da hätte ich dir 1000 Euro drauf wetten können, dass genau das passiert. Und ich mach's trotzdem. I don't know why. Ja, Vladimir ist echt ein cooler Champion. Ich bin wieder tot. Nice Champ. Stark. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ist doch echt gar nicht so schwer, Leute. Toplane weitermachen, bin ich nicht so der Fan von. Aber doch, die Turret sollte man kriegen, ne? Ist halt jetzt wirklich der Reverse-Int, was die Gegner betreiben. Sehr interessantes Spiel. Ah, ich bin auch tot. Ah, ich habe so viel Spaß, Leute. Es ist so insane. Ich habe so viel Spaß. Ah, easy Nash für uns natürlich wieder an der Stelle. Da muss man kurz die Carry Pants auspacken. Ich finde es schön, wie sie den Inhib pingen soll, als ob ich nicht weiß, dass ich den fucking Inhib attacken soll. Danke für den Tipp, Bruder. Lass mal für Top-Inhib gehen, ja. Hört sich noch einen Plan an. Scheiß mal auf die Minion Wave. Ist das Game einfach over, oder was? Oh, mega lul. Sehr witziges Game. Okay. Oh, ja, ich hab ein bisschen geintet im Midgame. Aber es... Es ist immer, das Ding ist, in der Elo, ich muss immer ein bisschen mehr darauf achten, was meine Teammates machen und mich noch mehr daran anpassen. Ich spiele ein bisschen zu arrogant in der Elo, so. Bin halt trotzdem am Ende nur ADC.
Das ist äußerst schade. Er ist halt leider rein TP'd und ihr wurdet engaged. Das ist schade. Er flamet mich dafür, dass ich gerade Taric auto-attacked habe. Ja, das 1 gegen 5 muss ich nächstes Mal gewinnen. Schade, schade. Ah, die abusen auch gerade. Die spielen jedes Game Taric Twitch. So wie das aussieht, sind die den Account gerade actually am Elo boosten. Oder der hat den irgendwie geschenkt bekommen von jemandem. Aha. Ja. Gleich sind wir drin, Leute. Gleich sind wir drin. Jeden Moment. Gleich geht's Game los. Ja. Ja. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Ja. 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 Ach, schade. Ach, ich bin jetzt gerade die Champions League gedodged. Ach, nice. Das war gerade ein Dodge für mich. Oh, Mann. Das ist so lustig. Also wäre das mein Main, wäre ich jetzt richtig sauer. Da wäre ich jetzt richtig sauer. Nice, Junge. Velkos ist auch so stark, no joke. Das Gefühl, der ist sehr underrated als Supporter. Der gewinnt eigentlich die Lane hart gegen alles, was nicht engaged kann. Okay, doppelter Int. Nice. Ich gehe nicht fürs Plating, ich will hier besseres Backport-Timing haben. I don't know. Gegner spielen das jetzt aber auch nicht so stark runter, muss man ganz ehrlich sagen. Müssen wir hier Respekt haben vom Meganar? Ne, müssen wir nicht. Okay, der Yone betreibt aber auch aktives Limit-Testing, Alter. Was war das denn? Der hat einen Seal, ich hab zwei Items. Der hatte Bock. Weil Yone ist halt auch so ein kleiner Inter-Champion, ne? Denn wenn es auf Yone schlecht läuft, dann läuft es halt richtig schlecht. Aber was ich halt krass finde, auf so Champions wie Yone oder Yasuo, egal wie schlecht das Game läuft, auf den Champions kannst du einfach nur auf zwei Items farmen. Wie tanky kann ein Pferd bitte sein? Auf Yone und Yasuo kannst du halt einfach wirklich 0-20 stehen und sobald du zwei Items hast, bist du trotzdem insane strong. Bin ich mir echt zu sein, nicht ganz so fair. Dass du einen Champion hast, der im Early Game hart snowballen kann, der krasses Output-Potenzial hat und trotzdem darfst du giga-hart inten. Und wenn du zwei Items hast, bist du insane strong. Ich glaube, ich gehe hier für Blade und nicht für Death Dance, to be honest. Ich glaube, ich habe schon genug Armor. Auch ein bisschen mehr Damage. Irgendwann, der so viel Leben hat, der Hecarim, ist absolut disgusting. Aber der ist auch gut im Game, holy shit, der hat 6 Kills. Und das 2 Level über mir. Jungle, nice roll. Zugriff! Oh. 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 Ja, dem ist relativ egal, dass ich 140 Armor habe. Okay. Wollen wir nicht für Drake spielen eigentlich lieber? Lass mal hier rausgehen. Wollen wir hier raus, maybe? Lass mal raus hier. Guys, lass mal bitte. Junge, verpiss dich. Danke. Ich meine, wir haben Vladimir. Ist auch okay. Moin, Meister. Ey.
Tschüss. Das war übrigens nicht deine Armor, sondern deine 1000 Pfeffer dafür. Ja, ja, natürlich. Also klar. Ist ja auch das Einzige, was Hecarim kann, ne? Er kann ja sonst nichts. Er rennt schnell und haut ein Target um. Dann war's. Ezreal kann ein bisschen mehr.